und willkommen zu einer neuen Folge TeddyTube. Heute sind wir draußen. Ja, auch das machen wir öfter am Tag, denn der gute Teddy muss ja auch noch stubenrein werden. Guck mal, hier ist schön. Hundeleberwurst. Mmh. Fein. Wie ihr gerade sehen konntet, er ist noch nicht ganz so stubenrein, aber er weiß auf jeden Fall, wenn ich draußen bin, muss ich pinkeln und muss ich auch Number Two machen. Er wird dann immer ganz arg gelobt von mir. Die Leute denken, ich bin völlig verrückt, ne, wenn ich dann da draußen stehe und ihn abfeiere wie Sau, wenn er irgendwie gerade sein Geschäft erledigt hat. Aber das ist meine Everyday Story. Und wie ihr sehen könnt, er läuft eigentlich ganz gut an der Leine inzwischen. Ich musste diese Leine letztens spontan kaufen, weil er seine eigene Leine tatsächlich durchgebissen hat. Wir waren beim Friseur und er hat einfach seine Leine durchgebissen. Die hing noch an so einem dünnen Faden und ich dachte mir, ach komm, es wird schon noch halten. Dann waren wir beim Tierarzt am Samstag und da war halt ein anderer Hund und er hat so hart gezogen, dass die Leine einfach gerissen ist. Und dann musste ich eine andere Leine kaufen. Aber wir haben jetzt mehrere Leinen zu Hause. So, wie ihr sehen könnt, er läuft, aber das ist nicht immer so. Das ist auch das, was mich so ein bisschen nervt. Er hasst Regen, er hasst Wind. Und letztens hat es auch so krass gewindet und überall war dieser Sturm in ganz Deutschland. Und er, das war die Hölle, ne? Der wollte nicht rausgehen. Der setzt sich dann einfach hin und guckt mich an und sagt, nö. Er sagt einfach, nö, will ich nicht. Und ich ziehe ihn dann halt so ein bisschen, ich will ihn halt auch nicht so festziehen, aber was soll ich machen? Ich muss ja irgendwie. Und das ist noch ein ganz großes Problem. Er frisst alles, was er findet. Komm, wir gehen wieder runter. Hoch bist du schon mal super gelaufen. Jetzt komm mal runter. Komm jetzt. Teddy. Er will einfach nicht mitkommen. Kommst du bitte? Nein, komm ich nicht. Bitte. So, das war eine weitere Folge TeddyTube. Und wenn ihr jetzt noch ein weiteres Video sehen wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken oder ihr klickt hier. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gerne Joyce einfach mal abonnieren und dann einfach Daumen klicken. Abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal.